Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir den Bergmannsweg vom Saarwaldverein. Dieser ist etwa 16 Kilometer, geht von Duttweiler bis nach Merschweiler. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Strecke so ist, dann bleibt dran. Wir haben gerade eine feine Pizza am Hoferkopf gegessen. Die war richtig, richtig gut. Und nun geht's weiter. Wegen der Wegführung, da könnte man auch noch etwas machen. An vielen Kreuzungen weiß man gar nicht, ob es nach rechts, nach links oder geradeaus geht. Wenn ich so etwas im Portfolio habe, sollte man sich auch über den Wegeverlauf kümmern. Schade, dass das leider nicht so gemacht wird. Es sind jetzt noch etwa 2 Kilometer, dann kommen wir wieder am Auto an. Die Tour bietet eigentlich alles, Pfade sowie auch breite Wege. Aber breite Wege sind überwiegend. Man kommt auch an 2 Weihern vorbei, am ASV Fischerweiher Neuweiler sowie auch am Itzenblitzerweiher. Die Beschilderung,
die könnte definitiv etwas besser sein, denn ohne Navi würde ich den Weg nicht empfehlen. In diesem Sinne bedanken wir uns auch wieder, dass ihr reingeschaut habt. Und wenn es gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über einen Kommentar sehr freuen. Also, bis bald. Ciao, ciao. Es sind jetzt noch etwa. Ich muss stehen bleiben, Sarah. Es sind jetzt noch etwa 2 Kilometer. Und ich kriege immer noch keine Luft.